Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es schon beachtlich. Kollege Oppendrenk hat sich um zwei Dinge hier herumgedrückt. Er hat nichts dazu gesagt, warum die CDU-Fraktion zum Thema Bildung keine Änderungsanträge eingebracht hat. Das ist wieder Leerstelle geblieben. Und dann finde ich es schon bemerkenswert, dass ausgerechnet die Fraktion, die in der Tat die Kommunen um fast 4 Milliarden Euro geschröpft hat, kein Wort dazu verliert, dass diese Landesregierung schon mehr als 4 Milliarden Euro auf den Weg gebracht hat, um die Kommunen in der Integrations-, in der Flüchtlingsarbeit zu stärken. Das drücken Sie auch immer wieder weg. Da machen Sie bitte mal die persönliche Bilanz auf, wer mehr für die Kommunen vor Ort geleistet hat. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Oppendrenk? Herr Dr., natürlich, gerne. Haben wir uns gedacht. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, Frau Kollegin, danke, dass Sie diese Zwischenfrage zulassen. Sind Sie denn darüber informiert, wie viele 100 Stellen im Bereich Schulen derzeit unbesetzt sind, die erstmal besetzt werden müssten, wenn Sie zusätzlich Stellen für Bildung für diesen Haushalt, für diesen Nachtragshaushalt einfordern? Wir werden sicher ein Konzept ja für 2017 noch beraten müssen. Schön, dass wir auf Ihr Konzept für 2017 warten. Hier arbeitet die Landesregierung und die Schulministerin. Von 185.000 Köpfen, Stellenanteilen, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, sind 1.000 Stellen zurzeit nicht besetzt und täglich wird weiter besetzt. Und das ist genau der Punkt. Wir haben fast eine 100% Besetzungsquote, immer so. Genau das ist der Punkt. Und das gilt landesweit. Landesweit, und das muss man deutlich sagen, Herr Dr. Oppendrenk, wenn Sie so eine Bilanz vorzuweisen hätten, dann würden Sie anders darüber reden. Wir sind stolz, dass wir es geschafft haben, genau diese Ressource immer wieder in die Schulen zu bringen. Und wenn wir nicht gegengesteuert hätten und die Lehramtsausbildungsplätze so belassen hätten, wie sie schwarz-gelb geplant waren, sie nämlich zu reduzieren, dann hätten wir es bis heute nicht geschafft, diese Besetzungsquote immer wieder hinzukriegen. Rot-Grün steht für eine verlässliche Politik. Und was wir versprochen haben, was wir versprechen, dafür stehen wir ein und das setzen wir auch verantwortungsbewusst um. Und das zeigt auch gerade dieser zweite Nachtrag. Mit den heute vorliegenden Anträgen, gerade aus den regierungstragenden Fraktionen, investieren wir weiter in Integration und Bildung, nehmen Anregungen aus den Anhörungen auf. Und das ohne der Versuchung zu erliegen, und da will ich den Kollegen Stamm doch mal deutlich ansprechen, Potemkinsche Dörfer aufzubauen. Und ich will das gerne an der Schulpflichtfrage noch mal erörtern. Das Land Bayern verkündet die Schulpflicht bis 21. Und was ist die Realität? Bis 2/3 der betroffenen Schülerinnen und Schüler werden von der Schulbehörde freigestellt, weil überhaupt keine Kapazitäten dafür vorhanden sind. Und das ist ein Unding. Solche Politik werden wir hier in Nordrhein-Westfalen nicht machen. Wir haben eine breite Landschaft. Wir beziehen die Berufskollegs ein, die Weiterbildungskollegs und die gemeinwohlorientierte Weiterbildung außerdem. Und dafür statten wir die Systeme aus, auch mit den Anträgen, die heute hier vorliegen. Und die Ministerin hat schon darauf hingewiesen, mit dem Angebot, was wir machen, damit ist nicht nur eine Berufsvorbereitung wie in Bayern verbunden, sondern das Ziel eines Bildungsabschlusses. Aber diese fachliche Debatte, die war im Rahmen der Verhandlungen überhaupt nicht möglich. Da galt nämlich, entweder man sagt zu dem, was die FDP und was der designierte, offensichtlich Fraktionsvorsitzende vorzulegen hat, ja, oder es geht nicht und dann wird halt ausgestiegen. Das ist die Realität in den Verhandlungen gewesen. Wir bekennen uns zu dem Recht auf Bildung im Integrationsplan und wir setzen das verlässlich um. Und deswegen stärken wir die Weiterbildung, die Berufskollegs und auch die Weiterbildungskollegs. Und ich will auch da noch mal in Richtung Berlin sagen, wir warten darauf, dass die Bundesbildungsministerin Frau Wanka endlich ihr Okay dazu gibt, dass vor Ort in den Weiterbildungskollegs unbürokratisch die beruflichen Vorerfahrungen der Geflüchteten anerkannt werden, damit diese Kapazitäten in Nordrhein-Westfalen auch genutzt werden können. Fraktionsübergreifend, und da bin ich den Kollegen und Kolleginnen sehr dankbar, haben wir in Richtung Berlin signalisiert, dass das ein dringendes Anliegen ist. Wir haben bis heute keine Antwort. Und deswegen müssen wir da weiter aktiv bleiben. Und da wünsche ich mir, dass wir dann auch zusammenstehen und das weiter so tun. Wir haben auch von der FDP keinen Antrag bekommen auf zusätzliche Investitionen. Der Katalog ist durch nichts hinterlegt.
Ich weiß nur, dass Herr Witzel immer Einsparungen fordert. Ich möchte mal wissen, wie das jetzt zusammengeht. Was ist denn mit den 14.000 Stellen, die Sie immer eingespart haben wollten? Warum gibt es keine andere Aufstellung, offizielle der Fraktion? Das ist eine bigotte Haltung, die Sie uns hier versuchen zu vermitteln. Herr Stamm auf der einen Seite fordert Investitionen. Es ist durch nichts hinterlegt, es sei denn, er hat die Idee, man könnte im Umweltministerium was sparen. Das ist der einzige Vorschlag. Und Herr Witzel kommt dann wieder mit 700 Millionen Einsparungen und 14.000 Stellen im Landesdienst. Lehrer, Polizei, Justiz, wir wissen alle, was davon betroffen ist. Das hat die FDP bis heute nicht aufgelöst. Deswegen ist sie unglaubwürdig in jedem Haushaltsvortrag und in jeder inhaltlichen Debatte seit heute früh. So, ich will noch kurz darauf verweisen, dass wir natürlich, und der Kollege hat es auch schon benannt, Simkeit, dass wir in die frühkindliche Bildung, in die Brückenkurse auch investieren, damit wir Integrations- und Sprachkurse für beide Eltern sofort wirksam werden lassen können, damit die Kinder andockend an bestehende Strukturen auch niederschwellig schon in Betreuung kommen. Wir setzen auf die Strukturen, die wir vorsorgend geschaffen haben, die wir ausbauen wollen, auf die Integrationsnetzwerke, die wir haben, und wir wollen vor allen Dingen einen effizienten Mitteleinsatz und nicht immer neue Doppelstrukturen schaffen. Und deswegen sind wir mit dieser Politik auch erfolgreich. Wir werden die Umsetzung aller Maßnahmen weiterhin sorgsam begleiten, drauf gucken und, wie es unsere Art ist, wenn es notwendig ist, nachsteuern, weil wir verantwortlich für Nordrhein-Westfalen unverlässlich Politik machen. Was wir versprechen, halten wir auch. Applaus